Hey ho und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Legion TD2. Wird doch direkt gestartet, geht jetzt normal. Ich habe noch nie ganz verstanden den Unterschied zwischen hier bei normal. Irgendwie ist es normal ja mit Ranking. Alles muss ich erstmal schütteln. Ja. Ich habe nämlich so tollen Saft. Jetzt hier beliebige Marke einführen. Ist kein Product Placement oder so. Hatte ich Bock drauf. Es ist runtergekühlt. Wir haben endlich mal angenehme Temperaturen. Geschmeidige 20 Grad. Finde ich super. Ist so mit meinem Lieblingswetter. Die Sonne scheint nicht. Finde ich geil. Jetzt, wie kannst du es nicht mögen, wenn die Sonne scheint? Nein, ich bin ehrlich. Ich mag keine Sonne. Da bin ich das klassische Kellerkind, was unterm Dach wohnt. Genau. Nee. ganz einfach, es ist halt so, dass ich Sonne nicht mag. Das beste Wetter ist so, es kann ruhig wärmer sein als 20 Grad, so ruhig so T-Shirt, kurze Hose, Flipflops, allerbeste. Und leichter Regen. So richtig angenehmes, leichtes Nieseln, so, ne? Ganz leichter Regen. Oh, perfekt. Und keine Sonne. Oh, das ist so für mich das geilste Wetter, was es gibt. So, ich genehmige mir jetzt erstmal einen Schluck. Ich hätte rein theoretisch auch wieder Sushi zum Essen da. Aber die wollte ich mir erst nachher genehmigen. Vielleicht nehme ich dann immer noch auf. Kommt ja auch noch in den Genuss von der Sushi. Aber oh, wenn ich eins empfehlen kann, dann ist es... Was ist denn das? Ich glaube, California... California Crunch Cooked Salmon. Ich glaube, das ist es, was ich immer nehme. Also California Cooked Salmon ist klar, aber ich glaube, diesmal, also Crunch dabei. Ich könnte es jetzt holen, aber ich bin zu faul. Lol, Sound. Ah. You, my wife. Nee, gar nicht wirklich das. You, my life. I make my girlfriend turn into my wife. Geiles Lied, ich kann es nur empfehlen. Es ist, ich weiß nicht, was. Es heißt Make Me Happy. Ich kann euch aber nicht sagen, von wem das ist. Ist ja eigentlich auch egal. Das Lied heißt Make Me Happy. Ich glaube, dann findet's man. Ist ein cooles Lied. Ich kann es nur empfehlen. Ich mag's. Was ist das da eigentlich? Das ist Post. Ah, ist schon auf. Ich wollte gerade sagen, warum liegt hier Post noch? Welcome. Was haben wir denn für Einheiten? Oh, wir haben die neuen. Ne, da sind wir zu wenig Tanks dabei. Da sind nicht wirklich mehr Tanks dabei. Ich weiß nicht, soll ich nochmal rerollen? Ich weiß nicht, reroll ich nochmal. Ja, komm, Alter. Ja, wir finden schon viel besser. I make you my wife, I turn my girlfriend into my... Ne, das ist falsch, immer noch live, Alter. Ich weiß nicht, wie ich die mitnehme. Nee. Eigentlich wäre das der noch geil, aber bringt mir gar nicht so viel. Ich brauche billige Units. Habe ich jetzt auch, ich habe die Gargoyles raussortiert. Nein, die Gargoyles bleiben natürlich auch drin. Wir starten mit dem Antler. Da kann man nichts falsch mitmachen. Oh. Erstmal richtig hinsetzen hier. Hey, holy shit. So, wem sende ich? Ich sende dem. Oh, alles klar. Geh direkt Antler und zwei Buzzes, Alter. Du willst halt gar keine Worker haben. Ist okay. Ist okay, Bruder. Bone Crusher. Das habe ich auch schon überlegt, ob das klappt, wenn man die als erstes geht. Aber anscheinend klappt das ja gut sogar. Die Einheit ist halt echt cool eigentlich. Yes. Dann
I make you my life. I turn my girlfriend into my wife. Ich habe ein Ohrwurm, tut mir leid. Oh. Ich habe auch überlegt, ob ich noch mal eine Runde Chris Labert auflege. Auflege. Auflege, klar, wer kennt's nicht. Neuer DJ hier am Start, Alter. Ich leg auf. Aufnehme. Und zwar mit Rocket League, weil ich spiele Rocket League echt gerne. Weil es ist halt so, wenn gerade kein. Also rein theoretisch, das Spiel, was ich halt absolut am häufigsten spiele, ist League of Legends. Das spiele ich halt echt am häufigsten. Spielen auch die meisten meiner Freunde. Wenn zum Beispiel hier Legion spiele ich immer alleine. Ich habe zwar ein paar Freunde, so, Schrot hat das, Jojo hat das, Tentu hat's auch. Aber das Problem ist halt, es will keiner mit mir spielen. Ich bin alleine. Und dann ist halt immer die Sache, so, ja moin. Wann aufgenommen wird. Und zweitens, ob halt aufgenommen wird. Und bei League ist halt immer so die Sache. Es gibt coole Spiele. Keine Frage. Also wirklich, richtig, ich habe manchmal so da echt geile Runden dabei. Also so richtig Runden, wo ich sage, Alter, pornös geil. Aber manchmal hast du auch einfach Runden, da denkst du dir so, ja, komm. Ist es gut oder schlecht, dass der Mage sich selber das Attacks mitgibt? Keine Ahnung. Eigentlich gut, weil er mehr Schaden, glaube ich, macht an den Dingern. Jetzt greifen sie die Brute an. Das ist immer so semi-optimal. Weil die Brute hält halt viel aus. Jetzt rette es. Zack, 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 zack. Ja. Lifehack ist immer. Lifehack ist eins der geilsten Sachen, die es gibt. Egal im Matchspiel. Ich liebe Tanks. Ich liebe Tank sein über alles. Egal bei welchem Spiel, ich gehe immer Tank. Immer. Ausnahmslos. Also wirklich, ich gehe. Es gibt nichts Geileres als Tank. Tanks. Sie haben jetzt ja von Tank. Tanks, ne? Klar, ein Panzer, mehrere Panzer. Tanks. Englischunterricht aufgepasst und so. Nee. Auf jeden Fall, ich liebe es ja. Oh, auch bei League of Legends. Es gibt nichts Schöneres, als wenn du einfach nur hingehst, Schaden frisst wie eine. Also wirklich schluckst wie eine französische Nutte. Und dann. Warum hat der Schaden bekommen? Ich check's nicht. Increases in Alice Attack Speed. Ah. Das ist der Nachteil von den Mages. Haha. Gut zu wissen. Das wurde aber geändert. Egal. Auf jeden Fall, ich liebe es. Du gehst rein in den Fight, kriegst eigentlich volle Lunz aufs Maul, kriegst die ganze Zeit Schaden. Dann gehst du ganz gemütlich raus. Und dann geht's weiter. Einfach, weil du. Viel, weil du dich halt wieder hochheilst, weil du ein fucking Tank bist. Oh, ich liebe das. Also wirklich, könnte ich jetzt gerne noch weiter fortschwärmen. Ich liebe es, Tank zu sein. Es gibt. Lifehack ist so eins der geilsten Sachen in Spielen, finde ich. Achso, by the way, was mir gerade einfällt. Im Moment ist die Beta für Call of Duty Black Ops 4. Die Beta werde ich nicht zocken. Ganz einfach, weil ich halt nicht einsehe, mir schon für die Beta das Spiel vorzukaufen. Ich werde mir das Spiel kaufen, wenn es rauskommt. Da werde ich dann mit probieren, halt dementsprechend natürlich irgendwo ein paar Rabatte zu kriegen. Zudem wird aber sein, dass. Oha, warum kriege ich auch immer so viel gesendet? Zudem wird es aber so sein, dass natürlich Videos kommen werden, wenn ich das Spiel habe. Ich werde es mir aus. Also daran geht jetzt erstmal kein Weg vorbei. Ich werde mir das Spiel kaufen. Wie flüssig das auf meinem Rechner läuft, weiß ich nicht, weil ich
Ihr kennt das ja, ich hab mal gerne so ein paar Macken. Deswegen kommt auch halt kein Bioshock, weil mir die ganzen Folgen fehlen und ich im Moment noch zu faul bin, wieder dahin zu spielen. Also ich war halt wirklich. Also, ich kenne ja die Bioshock-Story. Ich war halt wirklich fucking close von Ende und eigentlich ist meine Motivation gerade halt wieder bis dahin zurückzuspielen. Nennen wir es mal gering, okay? Weil ich hab. Es bringt mir nichts, den Speicherstand einfach zu laden. Weil ich bin natürlich einer, ich mache nicht immer neue Speicherstände, weil irgendwann ist das, geht's auch nicht mehr. Und selbst der letzte Speicherstand, das ist so, von dem, was mir fehlt, das sind so. Das sind fast drei Aufnahmesessionen komplett. Das heißt, ich nehme ungefähr immer 45 Minuten bis eine Stunde auf. 3 mal 4, ja, das sind 12 Folgen, Alter. Das sind. Keine Ahnung, wie viel. Und da bin ich ehrlich, da bin ich dann zu faul. Das wieder zu erspielen. Da bin ich dann zu faul für. Was bauen wir denn? Bauen einen davon und geht noch ein Worker. Das ist halt so das Problem. Dann. Und jetzt will ich eher weniger dann mit Bioshock 2 direkt anfangen. Es ist halt so. Nee. Wobei, wenn ich dann wieder auf Infinite hätte ich halt wieder komplett Bock, ne? Das ist halt. Ach, keine Ahnung. Ist kompliziert. Aber auf jeden Fall wird dann halt Black Ops sehr wahrscheinlich eher weniger Videos, also eine Reihe an sich kommen. Ich werde das Spiel immer mal, also so, das Spiel wird dann sowas wie bei mir jetzt im Moment Legion. Also klar, Legion nehme ich regelmäßiger auf, aber ich zocke Legion viel mehr, als ich das hier aufnehme. Ich spiele pro Tag im Moment, weil ich halt echt, weil halt gerade Ferien sind und ich halt nicht davon betroffen bin, dass ich arbeiten muss, beziehungsweise weil ich halt Ferien habe, so besser gesagt, weil ich halt Urlaub genommen habe, ist es halt so, dass ich eindeutig mehr zocke. Und dementsprechend ist das natürlich dann auch, dass ich mehr so zocke, also für mich zocke. So dass dann dementsprechend kein. Jetzt muss ich überlegen, wie ich baue. Das ist ganz gut. Dass es dann dementsprechend für mich halt so ist, dass ich viel mehr Legion zocke, als ich aufnehme. Das heißt nicht, dass ich in diesem Spiel besser werde. Und ich zocke halt wirklich, wie gesagt, meistens, also eigentlich zocke ich League. Nur. Rainbow zocke ich halt auch zwischendurch. Rainbow ist aber immer noch, habe ich immer noch das Problem, das kann man halt nicht lange zocken, ne? Weil dein Gehirn ist irgendwann einfach nur Brei. Das heißt, dass ich dann dementsprechend ganz entspannt immer halt einfach. Meistens starte ich mit Legion, weil Legion ist halt, weil bei Legion kann ich am besten essen, weißt du, ich muss nur ein paar Mausbewegungen machen, da kann man eigentlich am besten bei fressen. Deswegen spiele ich meistens Legion, um zu frühstücken oder immer wenn ich esse. Danach spiele ich meistens Rainbow, weil da meine Freunde noch nicht on sind. Oder ich, beziehungsweise mein Gehirn noch fit genug ist für Rainbow. Jetzt muss ich überlegen, warte, da auf die Linie muss der. Spiele ich meistens halt Rainbow, weil mein Gehirn auch fit genug ist, das noch hinkriegt. Und danach ist es dann meistens so, dass ich halt mit den Jungs League spiele. Und. Hoppala, ich habe gerade irgendwas auf dem Handy geöffnet, was ich nicht öffnen wollte. Nein, 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 schließ dich mal wieder. Sei mal ganz brav und schließ dich. Das Spotify kann auch weg. Kann ich eigentlich alles schließen. So. Es ist halt, dass ich dann einfach League zocke. Wirklich den ganzen Abend durch. Und League hat halt den Nachteil. Das Spiel an sich finde ich halt echt cool, sonst würde ich es nicht spielen. Ich bin ehrlich, ich habe eine Pause gemacht. Ich habe Zeit. Mitte Season 3 gespielt, das Spiel. Weil ich da so den Rechner hatte, der halbwegs dazu fähig war. Und seitdem zocke ich das Spiel. Und ich habe dann Anfang dieses Jahres, also Anfang 2018,
3 Monate lang Pause gemacht, weil Anfang des Jahres kam dieses große Update mit denen, wo die Runen geändert wurden, wo jeder nicht mehr seine eigenen Runen hatte, sondern jeder hatte jetzt so, ich nenne es jetzt mal festgelegte Runen. Ja. Und das fand ich halt unnormal kacke. Das hat mir halt echt in Anführungszeichen Spielspaß genommen, weil ich das echt so bescheiden fand. Und dementsprechend ist das jetzt im Moment, also dann habe ich wieder angefangen. Nach diesen 3 Monaten habe ich leicht wieder angefangen, weil da haben sie es langsam hingekriegt, weil am Anfang waren die Runen halt komplett scheiße. Also wirklich, der war komplett boosted. Ich weiß nicht, was sie sich da ausgedacht haben, ne? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist dann immer weitergegangen und das war dann jetzt mittlerweile geht's halt vor oder bis mittlerweile macht's mir halt wieder Spaß. Heißt, ich zocke das viel. Und dann ist halt nur das Problem, dass erstens, ich möchte halt, wenn ich League zocke, nicht immer aufnehmen, so wie bei Legion. Ich nehme auch nicht immer Legion auf. Zweitens ist immer so die Sache, ich spiele ja League, spiele ich wirklich nur mit Freunden. Weil sonst macht das Spiel allein ist das wirklich, finde ich, scheiße. Macht halt echt keinen Spaß. Und dann ist halt immer das Problem, erstens, ob die Leute das möchten, dass ich aufnehme, weil nicht jeder ist damit einverstanden. Was ich voll und ganz verstehen kann, um Gottes Willen, das soll jetzt keine Kritik sein. Das ist etwas, was ich voll und ganz verstehen kann. Das ist, keine Ahnung. Ich glaube, ich probiere Vampire einfach auf dem aus. So, noch mehr Spellvamp. Oh, mich frech, gehe ich zur Worker und einfach so ein. In Ordnung, ich nicht komplett ran, scheiße. Und dann ist es halt so, dass vor allen Dingen selbst wenn alle da, also wenn alle Bock hätten aufzunehmen oder beziehungsweise damit einverstanden sind, ist halt immer noch das Problem bei League of Legends. Es ist einfach nur mal nicht immer spannend. Das klingt jetzt vielleicht komisch. Warum, hey, warum spielst du dann, wenn du schon was? Es ist aber so. Du hast ein Spiel, was mega geil ist. Und ich finde wirklich, es ist halt einfach nur ein geiles Spiel. Es ist aber einfach echt das Problem, dass manche Spiele gehen bis zu. Also normalerweise braucht man so, ich sage immer 25 bis 40, 35 Minuten ist meistens die Norm, die ich spiele. So im Durchschnitt gesehen. Allerdings hast du natürlich auch Matches, die keine Ahnung wie lang gehen. Und dann hast du, dann sitzt du da und denkst dir nur so, ja moin. Einfach nein. Es ist einfach wirklich, manchmal ist LOL einfach auch nur, weil du weißt, dass du schon verkackt hast, aber du willst halt nicht. Also ich bin ein Mensch, der gibt nicht auf. So, Fortified oder Surrender, Alter, geh mir weg damit. Es wird gekämpft bis zum Ende. Es ist aber manchmal einfach das Problem, dass egal, auch wenn du gewinnst oder egal, auch wenn du verlierst, du hast manchmal einfach ein Spiel oder eine Runde, wo du dir selbst sagst oder wo ich für mich selber sage, ey, ich habe gute Stats oder ich stehe gut. Vielleicht bin ich sogar der Ausschlaggebende dafür, dass wir das Spiel gewonnen haben. Es war aber trotzdem fucking uninteressant. Weißt du, Gameplay-Tisch, es ist was einfach nur vollkommen toll. Und das bringt keinem was, wenn ich das dann aufnehme, dann 40 Minuten Gameplay oder 40 Minuten Runde schneide, die dann hochlade und dann eine spannende Sache passiert. Dann mache ich es lieber so wie jetzt halt im Moment, dass ich viel LoL spiele und dann halt auch viel mit den Shadowplay-Momenten arbeite. Aber zum Beispiel, wenn ihr die Shadowplay-Momente guckt, ihr merkt's ja, so viel LoL ist da nicht drin. Und das, obwohl ich wirklich, LoL spiele ich safe jeden Tag. LoL spiele ich wirklich, ist das einzige Spiel, was ich wirklich jeden Tag spiele. Jetzt überlegt mal. Und so wenig Shadowplay-Momente sind da drin. Das heißt, das soll jetzt nicht heißen, also klar, es liegt auch daran, dass ich nicht immer für die dicksten Plays gehe. Klar, ich muss nicht immer jemanden outplayen, hauptsächlich gewinne einen Fight und dann nehme ich das aber nicht mit Shadowplay auf, weil ist halt total uninteressant.
wenn es nicht gerade irgendwas Lustiges ist. Zum Beispiel gestern, wir hatten mega lustige Runden, da habe ich auch Shadowplay-Momente aufgenommen, da ist nichts passiert, aber das, was wir geredet haben, war halt einfach geil. Sowas kann ich halt auch nutzen. Aber an sich, LOL aufnehmen ist halt an sich, wenn ich kein edited Gameplay oder so mache, ist es halt eigentlich komplett sinnbefreit. Weil macht halt keinen Sinn. Und ich bin keine Ahnung, wie viel unterm Value. Ja. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja Kacke. Das ist ja voll dumm, dann lohnt sich für ein paar Jahre gar nicht. Ich dachte, das lohnt sich so. Ja, und deswegen, eigentlich rein theoretisch, ich möchte sogar, oder was heißt ich möchte, ich habe manchmal, habe ich halt echt, da sage ich mir so, ey, yo, lass mal aufnehmen, und dann habe ich kein Spiel. Weil ich brauche im Moment halt echt so ein Spiel, was ich aufnehmen kann, ohne dass ich das Gefühl habe, also dass ich rein Let's Play machen möchte. Also Legion würde ich zum Beispiel nicht als rein Let's Play bezeichnen. Legion kommt halt einfach immer wieder, aber Legion ist halt jedes Mal eine eigene Runde, genauso wie Rainbow. So Bioshock oder so, das wäre halt an sich das klassische Reihen-Let's Play, weil es halt immer eine gewisse Reihe ist, die wir halt durchspielen oder beziehungsweise spielen. Und die auch eine Story hat, wo man rein theoretisch jede Folge gucken müsste, um storytechnisch mitzukommen. Gut, bei mir würde jede zweite reichen, so langsam wie ich in der Story vorankomme. Allerdings muss man dann halt alle gucken. Und Legion ist so, Legion oder Rainbow oder halt dementsprechend wäre auch LoL so, nur LoL finde ich halt einfach. Als ich Nexus Blitz werde, also den neuen Spielmodus, der kommt, den werde ich sehr wahrscheinlich aufnehmen. Weil der ist cool, der ist knackig. 14 Minuten, 15 Minuten durchschnittlich ungefähr eine Runde bis jetzt. Also laut Rito und laut den Videos, die bis jetzt hochgeladen sind. Ey, das ist voll entspannt. Sowas kann man sich gerne mal geben. Aber so 40 Minuten, bin ich ehrlich, tue ich mir. Ich gucke zwar auch League of Legends und auch Uncut auf so 40 Minuten Gameplay, aber die gucke ich mir dann abends beim Einschlafen an oder wenn ich abends mir eine Pizza in den Ofen schiebe und sonst nichts zu tun habe. Aber sonst würde ich mir die echt nicht geben. Und das möchte ich ja nicht. Und das, oder wird's halt, was heißt, das möchte ich nicht. Da sehe ich keinen Anreiz dran, die dann hochzuladen, weil ich finde es selbst total interessant eigentlich. Deswegen einfach immer so, ich glaube, das war das Game. Ah, wobei, keine Ahnung. Da sehe ich dann keinen Anreiz drin, die hochzuladen. Deswegen, so Nexus Blitz, also so ein Spielmodus, wenn er mir gefällt, weil, wie gesagt, das ist immer so eine Sache bei Rito und den Spielmodi, da habe ich eigentlich immer einen Hass drauf, Alter. Aram finde ich ab und zu mal ganz lustig, so mit Freunden, so alle auf eine Lane. Ja, wir haben verloren. Zap. Zap. Und das würde ich dann hochladen. Und dann soll der Bums auch gegessen sein. Wir haben verloren. Ich war trotzdem MVP. Krasse Sache. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Man sieht sich. Haut da rein.